So, und da sind wir auch schon wieder. Spiel starten. Das heißt, weil ich jetzt beim Training nicht war, Fleißanzeige ja nun hab's, Alter. Müsste mehr sein, ne? Klar. Wir sollen ja mal fleißig sein, dauerhaft irgendwas machen. Gucken, wie viel Spielzeit ich krieg. Wahrscheinlich wenig, weil der Coach sauer ist, weil ich irgendwie nicht beim Training war. Das soll ich jetzt wissen? Keine Ahnung. Pre-Game-Show. Die Pre-Game-Shows waren immer ganz cool damals. Tonight, two teams begin a new journey. The beginning of the NBA regular season. Yeah. Hey everybody, Ernie Johnson joined by my colleagues and my friends. Oh, wow. My buds. There we go. Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Our game tonight featuring the New Orleans Pelicans as they go up against the Denver Nuggets. For the Nuggets, they drew the short straw having to start the season away from home. It'll make their goal of opening with a win in game one a little more difficult, but it won't alter their approach. The plan they put in place in the offseason takes effect tonight, and home or away, that won't change. And what a joy to behold opening night of a new NBA season. A fresh start for everybody, including us. Shaq, what are you looking forward to this year? Well, some of the almost teams that couldn't get over the hump last year, I'm interested already to see if they've taken that next step. It's always interesting to see the young players and how they develop during the offseason. Were you partying or were you practicing? Ooh, I like the party practice thing, the P or the P. But I tell you what, this is the time of optimism. When everyone says it's a fresh start at 0-0, we should all be in the mix. But that's not reality. But I like the optimism right now. Fantastic. Yeah. Opening night, fresh start. Have you lost weight? Yes, you look, I have. You look tremendous. I really have. Thank you, Ernie. Shaq, just a physical specimen. That's all I can say. Was that a low blow, Ernie? It was not, as a matter of fact. You look great. It's been, I'm really, you know, we had an off season, and here we are, and you look like you're in game shape. Because I'm really optimistic about the question. Oh, you throw a big word, I throw a big word. Optimism, optimistic. But don't matter. It's still a big word. That'll wrap it up as we take you courtside. Thank you so much for joining us. You do. You look great. And yes, Ernie, I lost 2 pounds over the whole summer. Na, Shaq hat 2-5 verloren. Das ist ja interessant. Shaquille O'Neal, geiler Spieler damals. Auch cooler Schauspieler. Für ihn Spaß zu haben auf jeden Fall. Yo, Mr. President. What's up, man? Just wanted to catch you before your debut to the nation. You like how I keep dropping those presidential references into the comments? Yeah, I like that. I mean, you are a writer. So, any quotes before the game? Nah, not right now. All right, laser focused. Yep. I'll jot that down. Seriously, man. Good luck. Thanks, Jay. Yeah, I'll see you after the game. All right, I'll be here. And I'll be watching. You better be. Wollen wir mal, ne? Erstes Spiel der Saison. Wir sind natürlich noch nicht in der Startaufstellung. Wir sind ein kleiner Rookie. So, mal sehen, wann ich reinkomme. Ja, die Nuggets führen mit einem Punkt. Aber wir haben den Ball nicht. Mal gucken, was die Nuggets hier so können. Nice, aber nicht reingegangen, was natürlich schade ist. Na, schade, schade, Schokolade. So, jetzt müssen wir uns mal ranhalten hier, ne? Und da ist der Assist.
The president is here. Foul von mir? Was? Ich war gar nicht dran, Digga. Und da ist der nächste Assist. Captain Assist ist unterwegs, würde ich sagen. Ich würde natürlich auch gerne mal ein paar Punkte machen, so ist es nicht. Ich würde auch lieben gerne das ganze Spiel spielen und nicht nur meinen Typen. Das wird einiges viel geiler machen. Ne, hier, ich stehe doch frei. Denn nicht, Alter, mach die Scheiße doch alleine, Digga. Das ist es halt, wenn du halt kein Profispieler bist, wenn du nur so ein Rookie bist, du kriegst halt nicht immer den Ball. Gute Wurf-Defense hat aber nichts gebracht, was auch schade ist. Da haben wir meinen Ball reingemacht, schön. Muss ja auch mal ein Bucket werfen hier. Gibt's doch nicht, Alter. Runde vorbei, wir liegen hinten mit einem Punkt. Ich habe 2 Punkte gemacht, 2 Assists gemacht. You know, it's a humbling feeling to be in the NBA. I mean, there's a lot of pressure to be great, but I got great teammates, I got a great coaching staff, I got a great support system, and all of them are pushing me to achieve my goals. So I know it won't come easy, but if I do know anything, I know I'm up for the challenge. So, mal sehen, wann ich reinkomme. 2 Minuten wieder vor Ende und wir liegen natürlich hinten. Und zwar nicht nur ein bisschen. Kriegen natürlich den Ball nicht von unseren Kollegen, was natürlich affig ist. Jetzt habe ich den Ball verloren, war Turnover, Alter, ganz toll. Hier, ich stehe doch frei, du Neger, Alter. Entschuldigung, dass ich das sagen musste. Aber hey, manchmal nervt's halt, ne? Wieder ein Turnover, natürlich. Foul gezogen, immerhin, das kriegen wir noch hin. Was? Der hätte reingehen müssen. Genau wie der. Geht doch wenigstens einer. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, hier dick Punkte zu machen. Was sollte ich denn da machen? Ich habe halt nicht genug Skills, um solche Leute wie Anthony Davis aufzuhalten. Das ist schon mal Fakt. Aber immerhin mache ich Punkte. Ich mache Punkte, ich mache Assists. Auch wenn ich mal einen Fehler reindrücke, passiert eben mal. Ich bin voll drin. Was willst du denn da machen, Alter? Warum musste der jetzt gedoppelt werden? Es reicht auch, wenn ich dahin gehe. Und der ging mal wieder nicht rein. Schlechte Wurfauswahl, war aber fast drin, weißt du? Ich fand die Wurfauswahl eigentlich sehr nice. Hey, spiel doch ab.
So, und jetzt. Sehr schön. Und wir sind immer noch hinten. Alright, come on in, guys. We can turn this around. Das gucken wir uns noch an hier. Das werde ich nicht immer machen. I'm fine with our defensive effort. But I know we could be doing so much better on offense. I want a quality look at the basket. So listen up. I want our man running high ISO so we can break his man down off the dribble. If help comes, make the right play and trust your teammates. All right, gentlemen, you know what to do. Let's get this W. Ah, den Teammates vertrauen, genau. Das hätte ich gerne, dass ich den Ball mal öfter krieg. Ja, so sieht's in New Orleans aus. Die Halbzeitshow habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ja, drei... Alter, wir liegen total hinten, haben nicht den Ball und 30 Sekunden vor Ende der dritten Hälfte komme ich rein. Total unnötig. Das bringt keinem was. Wenigstens einen Rebound geholt, Alter. Ja, gib mir bloß nicht den Ball, wenn ich gut stehe. Nein, da geht er nicht rein. War natürlich doof, Alter. Das war meine einzigste Chance, hier in den 3 Sekunden Ball zu machen. Das war's schon für mich. Hm, toll. Scheiß Bewertung wegen wenig Spielzeit. Wir haben natürlich verloren. Typisch. So for David Aldridge, Greg Anthony, Brent Berry, and the whole 2K Sports crew, I'm Kevin Harlan saying thank you and good night. Ich sag mal, Denver Nuggets ist jetzt nicht das Top-Team, ne? Stimmung ist natürlich im Arsch. Ich habe auch scheiße gespielt. We gotta start talking more on defense, fellas. Talking myself here. Talking myself. War halt nicht so geil, ne? Kann man so sagen, wie es ist. War kein schönes Spiel. Red. Besuch im Hotel. Red. What's the password? Come on, bro. Yo, you got the stuff? Hey, let me in. Do this, man. All right, man. Worked so hard to get this. Set it up. Y'all been waiting all day to play this. Mm-hmm. You ready to get beat? You can't even play with yourself. How you think you beat me, bro? Come on, man. Keep talking trash. Please. Wait till my rating goes up. 65? 65? Are you kidding me? Way higher than that. Oh, set an alarm, man, because if we don't, I'm going to play all day. All right. Hold up. Good idea. Good idea. Good look. All right. All right. Here we go. Ah, muss ich mal zeigen, wie wir ungedraftete Spieler Sticks machen. Ja, Mann. Alright, Prez, we gotta talk shoes. Let's talk shoes. Yeah. Alright, we've had preliminary conversations. Mm-hmm. But now it's time to make a choice, you know? We gotta figure out what we're gonna do, where we're gonna go. Alright, so am I gonna get my own shoe? Of course you're gonna get your own shoe. I mean, you're the Prez. We'll get you like the presidential suite or something. I don't know. I'd rather weigh my options. See what's out there. Okay. All right. Hey, options are open. Just, you know, got to make a choice. You know what I was thinking about, man, was just going to social media. Once the options come in, see what we're working with, post it online. I'm the president, after all. Okay. Public servant. Got to see what the people want to do. Okay. Democracy. Constitution. I like that. I like that. You got a lot of momentum going right now, so we can use that as leverage, you know? We can use it as like... Bruce, man, I'm lucky to even be on the team. All right, if it happens, then... Hey, 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 it's when it happens, because it's happening. I mean, things are going on right now. Like, as we speak, it's happening. Like, as we sit here, right, it's boom, it's happening. Did you feel that? Because I felt something. What was that, my phone ringing? Because bam, it's happening. All right, it's happening. So, hey, show me the menu, show me some options, and we'll go from there. All right, you're humble. I like that. I can sell that. So I'll go out and I'll get all the details and I'll bring you back the best options. Sounds good.
Hey, you know what sounds better? Pennies in the piggy bank. Am I right? Pennies in the piggy bank. Bigs, bucks, Bruce. Yeah. Thanks, man. Ja, typisch Telefon, immer am Klingeln. Die Mutti. Hey, super Spiel heute. Ich hab mir eins... Es war grauenhaft. Ich hab fast nicht gespielt. Ich war grauenhaft. Hey, mach dich nicht fertig. Die Saison ist lang. Ich find's halt geil, dass er einfach Number One Pro S-Fan hat als Eigen. Das nächste Spiel wird besser. Weil man hat das Handy in der Hand, während er mit dir schreibt, das finde ich cool. Ich bin mir ganz sicher. Ich hoffe es oder ich hoffe es. Ich nehme mal, ich hoffe es. Ich hatte ja eine gute Auswahl. Das wird schon. Ruf Kusch vor Holz an. Vielleicht. Ja, es liegt an dir. Captain Oberarm. Bruce. Bruce ist hier. Bist du da? Hey Bruce. Ich wollte dir nur Bescheid geben, ja? Ich arbeite hier nonstop dran, gute Chance zum Beispiel. Im Moment hauptsächlich lokales Zeug, aber trotzdem schnell und leicht verdientes Geld. Also behalte deinen Kalender im Auge. Und wenn du etwas siehst, was dir gefällt, schlag zu. Alles klar. Da kommt noch viel mehr Press, noch viel mehr. Ich komme bald mal vorbei. Ganz kaum erwarten. Social Media sieht ziemlich etwas früher aus der Medienzeit davon offenbar, um mit Videospiele zu spielen, jetzt wahrscheinlich Freundin geworden zu sein. Ich hätte gedacht, dass Press heute mehr zeigt. Naja, Quatsch nicht. So. Der Tag ist tot. So. Denver. Frühstück mit Denver. Hä? Muss ich nicht verstehen? Price, bist du? Ja, Coach. Was hast du denn Schönes? Schön, dass du es geschafft hast, um eine extra Schicht einzulegen. Woher weißt du das? Ja, überall Augenpress. Jedenfalls scheint es, als hätte Justice und du ordentlich zusammen trainiert. Ja. Der Typ ist eine Maschine. Wenn du dir also was von dem Trainings Eifer abschauen kannst, dann kannst du für das Spiel nur Gutes bedeuten. Klar, Coach. Tja, das ist alles. Mach noch weiter so. Wir sehen uns morgen. Bruce? Du scheinst etwas von Denver Lewis bekommen, was? Du hast ein paar neue Fans. Cool. Wir brauchen einen gegebenen langen Tag. Glückwunsch, frühstücken, wirf einen Blick auf den Kalender für die Gelegenheit mit Denver. Fanbild. Ah, cool. Nice. Ereignisse einbringen, Trainingshalle geöffnet, dies und das. Da gehe ich mal hin in die Trainingshalle. Ja. Bisschen Training. Wir haben es nötig. Natürlich sind wir im Training etwas beschissen noch. Einfach irgendwie ein paar Punkte ziehen, ein paar Skills rausholen. Nuggets. Nuggets. Dicke Nuggets, Junge. Hey. Justice. You can't keep doing this, man. What's up, bro? Talking about getting to the gym before me. Nah, I can't have you in the gym before me. Oh, yeah? Yeah, man.
All right, so what you working on today? I'm working on... All right, yeah, now you catching on. I'm working on handles. Yeah? In and out. Top of the key, all the way down to the baseline. Ich versuche nochmal ein 1 gegen 1 gegen ihn. Klar, der Typ ist 10-mal besser wie ich. Jetzt kriegt er den Ball und zerstört mich wieder. Ja, ich muss unbedingt im 1 gegen 1 besser werden, ey. Das Ding ist einfach, dass ich nicht hinterherkomme. Ihr seht's, ich krieg den gar nicht mal weggeblockt oder so. Ich krieg noch nicht mal den Ball rein. Na, jetzt hat er freie Bahn mit Marzipan, da komme ich nicht hinterher. Er macht mich einfach weg. Das ist unglaublich. Er kann einfach, wenn ich im Block bin, kann er einfach zur Seite wegrennen. Versteht ihr? Das meine ich. Ich komme gar nicht zu ihm hin. Ja, Drill gescheitert, ist mir klar. Ah, jetzt gehen sie wieder nach Hause, oder was? Yo, that was harder than most practices. I'm gonna let you in on a little secret. I don't get tired. All right. Well, shoot, I need that G, man. I am cooked. I'm a gym rat, too. So whenever you want to get in here and get a real workout in, you let me know. Yeah? Yeah. Shoot, man, I feel like we got off on the wrong foot. And we should hang or something, get some food sometime. I'm gonna be honest with you, Prez. It's hard hanging out around you. Hey, what? I did 4 years of college and I barely snuck in the first round. It's hard to see my limitations manifested in you. That's real. See, growing up, I used to always want to be like my high school coach. My dad used to say, and then what? And then what? What? Yeah, you know, like life isn't a video game. I achieved my goal, and then what? I made it to the NBA, and then what? See, that's what I try to focus on, the then what. And that's not bad. I'm gonna try to keep that in mind. Cool. Where you wanna go eat? Tacos. Tacos, cool. Tacos. Nicht so mein Ding, die Dreier, ne? Ganz ehrlich, die Anzeige war doch voll, so wie sie muss. Alles klar.
Ja, Halle verlassen. Hungerstreik freigeschaltet, kein Fernseher, keine Zeitung. Ah. Ich bin fresh als früher. Ich bin übrigens jetzt Nuggets sogar und blauen Keks. Justice, ja, was geht, Justice? Dass du mit mir trainiert hast, ja. Ich finde aber scheiße. Und die Zacke ist auch. Klar. Sehen wir uns bald wieder auf dem Feld? Natürlich. Nur so können wir uns verbessern. Absolut. Bis dann, Press. Ende. Warum muss ich in eine Trainingshalle, wenn ich hier meinen eigenen Park habe, Alter? Bam! Warum geht der rein und einer, der nicht, der viel voller drauf ist, da passiert nichts? Das ist ein bisschen komisch, ne? Oh, nimm Ball mit. Ah, da ist auch ein Körbchen. Ich will mal was gucken, geht das so besser? Alles klar, da macht er nur eine Drehung und will dann werfen. Weil man kann ja auch mit dem rechten Stick so Sachen machen. So, Shootout beenden. Das Navi upgrades mein Spieler, Attribute, wir haben 500 Tacken, dafür können wir hier was. Wurf aus den Dribbling, Mitteldistanzwurf, Dreier, ich mach mal hier Verteidigung. Ein dazu. Und Spielaufbau ein dazu. Vielleicht nicht schlecht, wenn wir da mal ein Krümelchen ein paar Punkte mehr hinkriegen. So, achso, ja, muss er wieder hier neu laden und so weiter. So, weiter. Was? Ereignisse. Trainingshalle geöffnet. Was haben wir denn heute? Achso, da ist alles frei. Das ist halt Trainingshalle. Steht doch irgendwo, welcher Tag heute ist. Das wäre mal cool zu wissen, ne? Der Tag ist heute. Was haben wir denn heute? Wir könnten noch dahin zum Training gehen. Wollen wir aber nicht. Wir gehen hier nochmal zum Training. Also nächsten Tag. Schauen, was in der Trainingshalle so los ist. Falls ihr darauf keinen Bock habt, schreibt es mal in die Kommentare. Die Trainingshallengedöns muss halt gemacht werden, kostet Zeit, ich weiß. Dauert auch ein bisschen lange, immer wegen den ganzen Animationen, wegen dem Gequatsch, aber ein bisschen Training muss ich. Ich hätte gern vernünftiges Training. So, keine Ahnung, nicht 1 gegen 1, vielleicht so 2 gegen 2 oder irgendwie schmeißt man da ein paar Würfe oder sowas. Ich bin schon wieder voll in der Halle. Und
schmeißt schon wieder hart die Bälle rein. Okay, mit dem rechten Stick sind meistens so Layups und Korbleger und sowas. Und geile Dunks. Nee, nie in den Korb gedankt. Ich weiß gar nicht, kann man hier noch... Nein, kann man hier noch irgendwas... Ah, 5 Dunks gemacht. Also ich kriege auch Trainingspunkte, wenn ich hier mal ein paar Dunks mache und dies und das. Bisschen rumlauf, paar Würfe mache. Ich will mal was gucken. Geht das noch? War das so? Nee. So war es nicht. War es so? Auch nicht. Ja, wir laufen hier ein bisschen rum. Spielen ein bisschen mit unserem Jonesy hier rum. Bisschen noch, bisschen um die Steuerung zu lernen hier. Ding, 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 wum, 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 und drin das Ding. Also zum Danken musst du immer schnell reinhalten. Und mit dem rechten Stick kannst du halt andere Dunks machen. Die sehen ein bisschen schöner aus. Da kommt denn schon Freude auf. Na, ich hätte auch gerne mal so ein freies Feld, wo ich einfach lang laufen kann. Den so reinzimmern kann, ganz gemütlich. Es wäre so nice. Ja, so sieht das nämlich aus. So, Halle verlassen. Ja, fleißige Anzeige, ganz bisschen gefüllt, Alter. Normalerweise müsste die total hochgehen, aber... Das sind die ganzen Social-Media-Dinger. Kann ich eigentlich auch Billard spielen? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, genau, jetzt klingelt erstmal das Telefon mal wieder. Nachrichten. Die Mutti. Perf, achte darauf, dass du genug isst vor einem Auswärtsriss. Keine Angst, Mutti. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Ich weiß. Typische Mutti halt, ne? Gut, hab dich lieb. Herzchen. Coach. Hey, Bros. Hey, Coach. Sei weiter fleißig. Wird gemacht, Coach. Gefällt mir, was du für Fortschritte machst. Captain Oberarm. Was mit Bruce? Hey, Bros. Immer noch alles gut? Schmeckt der OJ noch? Muss. Das ist seltsam.
Press, ich wollte nicht... Ach, vergiss es. Ich rufe dich später an. Training, Training, Training. Das ist eigentlich alles bloß Training. Da ist aber auch bloß Trainingshalle geöffnet. Da ist nicht mal Teamtraining oder so angesetzt, ne? Keine Ahnung, ich gehe mal... Ich gehe mal nächsten Tag wieder in die Trainingshalle, gucken, vielleicht passiert da irgendwas. Ich kann natürlich jetzt jede Uhrzeit in die Trainingshalle gehen, immer hingehen, gucken, ob da einer ist, mit dem man da was da machen kann, ein bisschen rumspasten, ein bisschen, weiß ich nicht, wieder 20 Dunks in den Korb drücken oder so. Muss halt gemacht werden, gehört zum Spiel, ist ein bisschen nervig, klar. Ab und zu findest du ja einen, der in der Halle schon ist. Ich höre doch schon wieder ein. Ah, eine Tüte voll Teammates. Das sieht doch gut aus. Bam, Junge. Breitfeld, 2 gegen 2, ja, darauf hatte ich Bock. Ja, 2 gegen 2, das könnte doch was werden, oder? Ja, du musst auch einen Ball abgeben, Digga. Der geht nicht. Das wusste ich. Der geht nicht. Meiner. Ja, sehr nice. Kann der andere sich mal freilaufen? Wäre ganz cool, Alter. Das bringt uns alle nichts. Jetzt werde ich gedoppelt. Jetzt mach ihn doch rein. Mach ihn rein. Komm. Ah, Dreck. Dürfte eigentlich nicht zählen. Er war nicht wieder draußen, ne? Richtig? Richtig. Nein. Aha. Kriegen wir jetzt hier auch noch auf den Sack? Boah, geiles Ding, geiles Ding. Jetzt. Nein, der hätte drin sein müssen. Warum doppeln wir den denn, Teammate? Kannst du mir das mal erklären? Ach, nee, 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 Mädels. So wird das nix. So sieht das nämlich aus. Ausgleich. Ja, sehr schön, sehr schön. Mein Teammate hat was gemacht. Ja, so sieht's aus. So läuft das beim Training. Beim Extra-Training. Das ist ja nicht mal Teamtraining oder so. Das war natürlich richtig schlecht gerade von mir. Da komme ich einfach nicht hinterher. Da bin ich too slow. Man nennt mich auch Captain Slow. Ja, Drill gescheitert, 10 zu 8 verloren. Passiert. Ah, ich kann jetzt mit ihm zusammen ein bisschen trainieren. Das ist ein bisschen cool. Oder auch nicht.
Ist ganz wichtig, in jeden Korb mal schmeißen, wenn man hier in der Halle ist. Was willst du, Boston Defense Topspiel nachkommen? Hau mal rein. 1 gegen 1 gegen 1 Drill bis 5 von der Birne. Der Angreifer hat 5 Sekunden um zu punkten. Stopp durch den Defense plus 1. Erzielt der Angreifer einen Korb oder zieht er einen Foul? Wer zum Verteidiger? Okay. Ich habe es bis jetzt nicht verstanden, was ich hier tun muss. Okay, ich stehe jetzt hier wie Pudding und kann nichts machen. Oh ja, natürlich, meiner geht natürlich nicht rein. Na, warum habe ich keinen Punkt gekriegt? Das ist eine gute Frage, ne? Natürlich geht er nicht rein. Ah, weil er einen Block gestellt hat. Ah, jetzt verstehe ich das. Es geht eigentlich nicht darum, Punkte zu machen. Es geht darum, zu blocken. Hä? Zeit war vorbei. Scheiße. Voll schlecht von mir. Voll schlecht. Jetzt habe ich ihn mal reingekriegt. So, jetzt muss ich aber mal hier einen vernünftigen Block machen. Ja, jetzt habe ich auch einen Punkt, weil ich den... So, Gallinari kann das Ding jetzt gewinnen. Ah, Young holt sich einen Punkt, oder? Nee. Ergebnis Silber. Immerhin. Schön fleißig. Meiner. So, Halle verlassen. Ah, diesmal waren wir wieder ein bisschen mehr fleißiger wie sonst. Training ist wichtig. Vor allem verbessert das ja auch die Teamchemie, wenn du mit den Leuten, mit denen du spielst, öfter mal zusammen was machst, trainierst oder was auch immer. Ah, vom Coach. Coach was. Alles klar? Klar doch. Okay. Ich wollte mich nur mal melden. Danke. Ach, und deine Mutter lässt grüßen. Moment mal. Wie war das? Was machst du mit meiner Mutter? Du Schweinchen. Was? Ich soll sie ausrichten. Ah, alles klar, Dicker. Press, ich hab sie gestern bei einer Spendengala fürs Basketballprogramm gesehen. Oh, puh. Aha. Social Media? Ja, ist alles frisch. Liga-Neuigkeiten. Ah, ich liebe Williams einfach. Ja, versuch. Ich speicherte Nachrichten keine. So, Spiel starten gegen die Trailblazers. Ah, wenn ich das voll mache, da kriege ich irgendein Upgrade. Okay, ist ja interessant. Soll ich vielleicht auch noch mehr trainieren?
Ah, before to Indiana, where Mike Wang and I gave our 2K cover athlete Paul George his first official copy of NBA 2K17. Oh! The first copy of the game. There it is. The prized possession. With, of course, you on the cover. It looks good. This looks good. I can't wait to play. Got your Duncan. I'm all over this cover. That's nice. So we have it set up if you want to jump on. Yeah, let's do it. I need some practice. Controller. Oh, excited for this matchup. I gotta go. So, Fakt ist, bevor das Spiel anfängt, gibt's nochmal einen Cut. Ja? Also, bis gleich zur Pre-Game-Show.